Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Heute spielen wir als der Survivor David King und ich begrüße Sie recht herzlich. Ja, wir warten eigentlich nur darauf, dass die... Ich kann nicht bereit drücken. Gut, es tut mir leid, ich kann nicht auf bereit. Es tut mir leid, ich kann nicht auf bereit. Aber die Zeit ist vorbei, darum brate ich mir jetzt ein Ei. Denn die Zeit ist vorbei, ich hab vorbei vor zwei Sätzen schon gesagt. Ich höre lieber auf, tut mir leid. Ich bin einfach gespannt, wie die Runde läuft. Und ich habe schon ein paar Rundchen mal die letzten Wochen mal über aufgenommen und das lief meistens echt beschissen. Aber egal wie scheiße das jetzt läuft, egal wie scheiße, ich werde diese Folge schneiden und hochladen. Obwohl, schneiden werde ich nicht wirklich. Ich werde einfach nur Anfang kurz machen, Ende kurz machen und dann fertig. Aber diese Folge wird hochkommen. Egal, wie scheiße. Ja. Außer es geht gegen Plague. Ich mag die Plague nicht. Scheiß Seuche. Ich mag sie nicht. Ich weiß nicht, wie ich die konnte. Die anderen, ja, mehr oder weniger. Na los. Ich bin bereit. Ich bin in Form. Jederzeit. Ganz enorm. In Top-Form. Bald ist die E3. Ich freue mich. Ich bin gespannt, was Microsoft machen wird. Ich bin so gespannt. Ich vermute mal, sie werden langsam mal ein paar Informationen zur neuen Xbox-Konsole dann rausbringen, die dann nächstes Jahr zusammen mit der PS5 erscheinen soll. Vielleicht werden sie auch noch ein Jahr warten. Aber jetzt hat wenigstens Xbox mal die Nase vorn mit der One X, dass sie einfach mal eine Konsole haben, die halt besser ist und so in dem Falle erstmal überboten werden müssen und dann etwas haben, wonach sie sich besser richten können und ja. Sonst sind sie ja immer relativ gleichzeitig erschienen. Super, gut. Hi. Die Palette noch nicht verbrauchen. Scheiße, die hätte ich nicht einsetzen müssen. Ich soll mich nicht in die Ecke stellen. Sie will mich nicht heilen. Doch will sie. Gutes Mädchen. Gallivan. Ich werde deinen Namen an meine Wand schreiben. Och Mann. Hat die keine Fähigkeit-Checks oder trifft die einfach alle so gut? Ach komm, das war knapp. Okay, sie wurde vom Haken gerettet oder sie hat sich selbst befreit. Wir sollten mal nach der Ruin suchen. Komm her. Nicht bewegen.
Er ist eh da hinten. Hörst du auf, dich zu bewegen, du Verdammte! Meine Fresse! Ah. Hey! Ach komm! Yay, wieder eine Nachricht von ihm. Du störst. Ja, schreib halt. Warum schreibst du es nicht als eine Nachricht? Bist du zu blöd? Ja, der ist hier zwar irgendwo, aber ist mir egal. Okay, du machst es schon. Gut, sie lenkt da unten ab. Decisive, sehr schön. Gwyn ist auch weg. Kiste holen wir uns auch noch. Junge, es ist schon eine halbe Stunde her, seitdem ich das Ding da kaputt gemacht habe. Dann können wir ja noch hier. Hi, hilfst du mir? Danke, Schätzchen. Sehr schön. Das. Okay. Gut, dann kommt sie jetzt zum zweiten Mal anhaken. Oh, Scheiße. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. Kommt schon. Irgendeiner? Ach, scheiße, tut mir leid. Asozial.
Sowas, über sowas kann man sich beschweren, weil das asozial gespielt ist. Facecampen ist einfach nichts Schönes. Okay, kein Nurse's Calling. Und er hat sie verloren. Ah, er hat sie getötet wegen Dying Light. Verstehe. Aber Dying Light wurde jetzt mit dem Rework von Decisive eigentlich sogar stark abgeschwächt. Weil du einfach mehrere Obsessions haben kannst. Gut, jetzt arbeiten wir zwar etwas langsamer, aber... ja. Das funktioniert schon. Ach komm. Jetzt facecampt er sogar easy. Lass uns das zusammen machen. Wo kommen wir denn hin? Mhm. Oh Gott! Ich habe sein rotes Leuchten nicht gesehen. Ach, guck mal, der Typ, der mir die Nachrichten geschrieben hat. Hat mir geschrieben, dass er kein einziges Wort davon lesen will, was ich geschrieben habe. Oh. Mach den Generator, mach den Generator. Such die Luke, verdammte Scheiße. Du spielst sogar mit den Zitjes.
Ich werde möglichst viel Zeit verbrauchen. Nur damit du ziemlich auch noch bekommst. Okay, jetzt geht er. Komm, bitte finde die Luke. Das war ein Fehler von mir. Ich habe nicht mehr gesehen, wo der rote Schein ist. Ah, war sie direkt an der Luke? Ah, nice. Oh, er spielt sogar mit Noid. Oh. Er ist echt nicht gut. Ich hab's verkackt. Ich war nicht besser, aber... Gut. Wenn du gefacecampt wirst, kannst du nicht viel tun. Ich habe keinen Borrow Time. Sonst hätte ich dir eine retten können. Aber... Ist jetzt auch nicht so schlimm. Passiert. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Tschüss. Mit Öl.